Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Seal Shop Data Twilight Princess. Nachdem wir wohl letztens einen Time-Bug hatten, weil die Zeit verging im Kakariko komischerweise nicht, haben wir jetzt mal kräftig gespendet. Nee, warte mal, bevor ich das anziehe. Hier will ich mit 30 Minuten so kräftig gespendet und führen uns auf 84. Um damit die Brücke repariert wird, da im, sag mal, im Osten und erstmal reden wir mit den kleinen Rades. Du bist Link, nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Link die Zoras und auch mich selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, lass es mich wissen, jederzeit. Bitte. Geht's dir gut, Rades? Link. Ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen könnte. Ich konnte nicht mal den Auftrag meiner Mutter zu ihrer Zufriedenheit erfüllen. Ach, Rades, mach dir doch keine Vorwürfe. Dafür kannst du nichts. Ganz anders als meine Mutter habe ich nicht die geringste Fähigkeit, den Platz des Königs einzunehmen. Ach, hör auf. Du bist doch ein Kind. Von einem Kind zu erwarten, dass es wirklich sofort weiß, was es machen soll, ist wirklich zu viel verlangt. Aber es ist so wohl dieses typische, was manche Arbeitgeber gerne wünschen. 21 Jahre alt, aber Berufserfahrung von 25 Jahren. Tja, dumm, dass es nun mal nicht so funktioniert. Aber alles, er tut mir echt leid. Wie alt mag er sein? Das hat sie gehabt. Der rote Rubel ist mal gut. Ich meine, der muss doch, ja, höchstens vielleicht 14 Jahre alt oder eher sogar 13. Und das ist doch nicht so einfach so für ihn. Ja, wenn wir da reinschwimmen, dann, ja, Machen wir das so. Ich kann mich ja mal wieder hin teleportieren. Wir müssen ja eh jetzt aber noch ein bisschen Kohle sammeln. Das mit der Brücke will ich noch machen. Ja, hab ich ja gesagt. Kommen wir eigentlich wieder zurück? Nee. Was soll's. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ach ja, die Brücke will ich machen. Da kann ich nicht den Gron helfen und dafür kriege ich wie auch ein Herzteil. Das ist dann auch eine ganz witzige Aufgabe. Ah, jetzt weiß ich, wo ich eventuell noch ein bisschen plündern könnte. Ist vielleicht ein bisschen unhöflich gegenüber den Lichtgeist hier. Aber ich glaube, da wird er eh nichts dagegen sagen, weil er sich eh schämt dafür, dass Sandro ihn benutzt hat, um Mietner so großen Schaden anzurichten. Also deswegen glaube ich nicht, dass er was dagegen hat, wenn wir ein bisschen seine Höhlen plündern. Oh ja, ist gut. Schön für dich. Ach, da kriege ich auch noch ein Herzteil, aber... Ja, je mehr Herzteile ich habe, desto besser für mich. Dann bin ich auch stärker und so, kann ich aushalten und all das. Aber es gibt so manche Missionen für ein Herzteil, die mag ich nicht. Und mit diesem Flatterfisch ist einer der Missionen... Aber ich frage mich trotzdem, wir sind eigentlich auf den Namen Santo gekommen. Erstmal kurz wieder auf den Bösewicht zurückkommen hier. Ich meine, Santo, wo ich den Namen das erste Mal gehört habe, dachte ich, hä? Schokoriegel? Weil, okay, das hört sich merkwürdig an und ich glaube, viele erinnern sich wohl nicht mehr daran, aber es gab mal
so eine Süßigkeit, das nannte sich Zentes. Das war so Marzipanriegel mit Nougat. War eigentlich sehr lecker. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es nochmal gibt. Das war irgendwie so Edelmarzipan oder sowas. Also jedes Mal, wenn ich da Center, muss ich automatisch an diesen Schokoriegel denken. Tja. So. Naja, ist ja auch gut für guten Spirus. Was will ich gleich mit Rubin? Oh, Bomben. Und was will bitte schön ein Lichtgeist mit Bomben? So. Gute alte Laternenrätsel. Oder was war das? Und Evola, ein Herzteil! Ich finde, das ist ja nicht hübsch von den Herzteilen, also. Sieht echt schön aus. Aha, ist ja interessant. Da sind ja auch noch solche, wo ich mit den Greifhaken ran kann. Hm. Ist das gut ist? Ich weiß es nicht. Bis da oben hin? Da fehlt mir aber noch ein Item, oder? Ach, leg mal weg, Link. So, langsam hat Link das auch gelernt, mit so elegant wie ein Zora zu springen. So, wieder geplündert. Kann ich nicht mit? Ich kann ja nicht. Also, ich kann sie auch im Wasser. Ich kann sie mit dem Wasser anspielen. Ja, ja. Ihr wird ja nicht passieren. Nicht. Sie ist ja auch ein Schattenwesen. Oder ein Wesen der Finsternis. Weil Finsternis und Schatten ist ja nicht dasselbe. Oh. Ich brauche also noch 12. Ah, und Wasser kommt immer wieder, so wenn es ums Sammeln geht, so. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Tja, jetzt wollen wir mein Sakrileg beginnen. Sakrileg machen. Wir gehen hier Sakrileg beginnen. Ja, könntest du ein bisschen, Link, ein bisschen so. Und das wäre, wir werden einfach in der Quelle des Lichtgeistes Pumpen einsetzen. Oh, und wir wurden dafür bestraft. Schwimm hoch, Link. Ja. Na bitte, jetzt haben wir alles. Ja, diese Felsen, die können wir wegsprengen. Dann werden da auch schöne Rubine freigelegt. Hm. Oh. Hä? Da. So. Das hast du davon, dass du mich da verletzt hast. Ich wurde gezwungen. Ja, trotzdem. Du hast sie verletzt. Schäm dich! Ich schäme mich die ganze Zeit. Und warum hast du mir so eine dumme Stimme gegeben? Entschuldigung. Ich wollte schon sagen, dann kommst du da mal raus. Da schwimmen Fische rum. Probieren wir es mal einfach aus. Einfach just for rules. Die werden ja eh freigelassen. Na, da hat einer das schon bemerkt. Ach, zu früh. Kommt! Fischi-Angel! Fischi, Fischi, kommt! Jetzt hat er keinen Bock mehr. Oh, da kommt der...
kommt der nächste. Der ist aber klein. Naja. Was gibt es hier Fische? Im Hyliasee habe ich keine Fische gesehen. Ne? So. Der ist auch noch kleiner. Oder hat er gleich böse? Sag mal, vielleicht ist es derselbe. Ja, so wie bei Twister. Da fliegt die Kuh! Noch eine! Ich glaube, es ist dieselbe. Ja, der Film mag vielleicht trashig sein, aber er war irgendwie auch witzig. Ja. So, steck mal. Ja. Weg. Nee, wir waren dahin, Kakariko. Weil jetzt müsste ja Mauro den Laden aufhaben. Spenden wir mal und. Ich bin mal jetzt mal auf was gespannt. Ja, hier haben wir die typische Kakariko-Theme. Übrigens ist es auch keine gute Idee, einfach hier so reinzulaufen, weil da werdet ihr sehen, was passiert. Niemals soll man den Jungen erklären, dass es einen Unterschied zwischen Monster und Wölfen gibt. Übrigens, wenn man versucht, vor Augen anderer sich zurückzuverwandeln oder zu verwandeln, dann meldet sich Mietner und sagt, hey, lass das, Liebe, du machst die Menschen damit nervös. So klappt das nicht. Oh, hallo. Für die Reparatur der Brücke zur Sicherung der Lieferung nach Hyrule-Stadt brauchen wir noch 84 Rubine. Willst du auch einen Beitrag zur Unterstützung, was du hast, damit auch im Hyrule-Stadt günstige Waren anbieten können? Ja. Oh. Ich habe eigentlich kein Geld zu verschenken. Hurra! Wir haben das Geld für die Reparatur der Brücke zwischen Ostteil von Hyrule-Stadt und der Ebene von Hyrule zusammen. Du solltest dir diesen korrupten Laden im Hyrule-Stadt mal ansehen. Wir bitten noch um Beiträge zur Unterstützung von, um die Waren in Hyrule-Stadt billiger zu verkaufen zu können. Leute, kann es sein, dass ich eigentlich der einzige Spender bin? Und wie viel? Für die Öffnung des Ladens im Hyrule-Stadt fehlen nur noch 2000 Rubine. Bitte auch du dich an der Sammlung zur Errichtung eines billigen Ladens im Hyrule-Stadt. Die Preise sind doch viel zu hoch. Na gut. Ich sag ja, ich habe das Geld nicht zu verschenken, aber... Das ist ein Datum, Leute. Maru als Geschäftsmann dabei. Ist er wie alt? Weit unter 18. Willst du nicht mal mit ihm reden? Du hast aber es für die Sammlung gegeben, oder? Ich merke, solche Dinge musst du wissen. Naja, warum soll es nicht wissen? Aber ein Junge kommt gar nicht aus Hyrule-Stadt zurück, obwohl doch die Brücke jetzt repariert ist. Wow, das ist nicht Instant-Reparatur. Also dieser Junge, der steckt jetzt bestimmt am östlichen Tor wie in irgendwelchen Schwierigkeiten. Er hat eine Depri-Phase. Wenn doch nur einer den Jungen mit Quellwasser übergießen könnte, damit er wieder zu Kräften kommt. Tja. Was meinst du? Willst du es tun? Ja, machen wir es. Wirklich? Na gut, ich zähle auf dich. Hoffentlich funktioniert der Trick immer noch. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dazu normalen Wasser. Du sollst dich also besser beeilen. Okay, okay. Okay. Eigentlich ist der Trick, hier lang zu laufen. Einfach hier so am Rand. Warum da hier so ein Arschloch steht, ich weiß es nicht, aber
den ignorieren wir gekonnt. Weil wenn wir in Bewegung bleiben, dann sollte uns nicht passieren, aber es sind Bogenschützen, verdammt. Weil gehen wir nämlich in die Mitte der Ebene hin, ja, dann greifen uns die Vögel an und andere solche Monster und ja, ja, fick dich. Was an sich nicht so schlimm ist, nur wir haben hier Wasser. Das könnte, der Fass könnte kaputt gehen. Also, ja, also, deswegen. Deswegen ist das keine gute Idee. Wir können zwar abstellen, dann kämpfen, aber das Problem ist dann nur halt, wir haben nicht so viel Zeit. Weil, da hat der Gona gesagt, ja, das Wasser kühlt danach und wird wieder normales Wasser. Darum müssen wir uns beeilen. Außerdem, ich habe aber einmal es kaputt gemacht. Hast du aber da kein Wasser aus, Kakariko? Wenn du mich damit übergehst, komme ich vielleicht wieder zu Kräften. Okay. Hier! Na, geht's gut? Oh! Jetzt geht's mir wieder gut! Der Duft, die angenehme Wärme und das Gefühl auf der Haut, das muss aus meiner Heimat sein! Ich werde mein Geschäft sofort wieder öffnen! Wow, was Wasser bewirken kann, Quellwasser. Und? Na? Da kommt er wieder! Mit Quellwasser! Und das Marologo schon drauf. Und? Wie Linke daher schaut, so mit dem Kopf, das verfolgt. Ah, so. Dann haben wir ein Herzteil. Gut, das hat sich doch echt gelohnt, oder? So. Das war aber auch gleich gewesen, aber ich, wie ist wirklich passiert? Ich habe das Quellwasser abgestellt, um mich die Monster zu verteidigen und habe es mit Schwert zerstört, den Fass. Übrigens, wenn man dann zum Alten dann geht, so der lacht so und sagt, na, das hat's nicht hingehauen so. Und willst du es normal versuchen? Also er ist da nicht böse, also er ist dann nur amüsiert. Ja, und dann dürfen wir es nochmal machen. Aber einfach so am Rand, es ist wirklich der einfachste Weg. Gut, dass der Trick da auch so funktioniert. Na, was ist das hier? Herr Stadtebere, keine außergewöhnlichen Vorkommnisse am östlichen Tor vom Schloss Hyrule. Hm. Jo, warum er den Bericht erstattet, ist mir zwar ein Rätsel, ich meine... Ich sehe nicht aus wie ein Kapitän, sondern eher wie ein Zivilist. Oder vielleicht macht er das immer, weil jeden, der ihn fragt, was Sache ist. Warum der Typ da, der Dicke da mit den blauen Haaren plötzlich abgedreht ist, weiß ich zwar nicht. Aber egal. Na, bist du glücklich, Kleiner? Mein Papa geht es wieder gut. Ich Salah, wieder öffnet. Ja. Oh, du bist doch drüben von neulich, oder? Dank deiner Hilfe können wir hier Ecki wieder in unseren Geschäften nachgehen. Hier gibt es einen Sonderwahr auf unser Quellwasser. Sind oder? Ich habe leider kein Geld. Ach so, na gut, komm einfach vorbei, wenn du etwas brauchst. Ja, das mache ich auch. Ach ja, hier ist ja auch ein Geist, merke ich auch. Hier. Oh, wir brauchen auch das Quellwasser für einen Grund, damit er hier den Weg da frei macht. Seht ihr da die Felsen? Oh, hallo! Im Moment habe ich 10 Insekten in mein Schloss. Nur noch 14 Insekten, also bist du alle 24 beisammen sind. Und versuch auch Partner für diejenigen zu finden, die noch allein sind. Ach, ich mag sie, das ist echt cool. Da fällt mir was ein. Ah, jetzt verstehe ich die Uhren, die Symbolik. Zeitquest. Das sind Zeitquest. Ah, nee. Ach, machen wir so und, so, das... Nee. Wie soll man da hinkommen? Oh, und die lasse ich kaputt wahrscheinlich. Ich weiß, wie das geht. Ja, danke, sag's auch.
So. Ja, wo ist jetzt der Wolf? Müsste doch hier irgendwo sein. Ah, da ist er ja. Tja. Aber die okkulte Kunst werde ich im nächsten Part tun, Leute. Also, siamo dann, ey.